Reich der Pflanzen geht es heute munter fröhlich weiter, auch wenn es heiß draußen ist. Hier drin haben wir jetzt 23,5 Grad. Ja, das ist schon ganz gut. Nicht so warm in dem Sinne. So, jetzt schauen wir uns mal das von gestern an. Wir sehen hier die Wurzeln, sehen nach wie vor richtig gut aus. Das ist das Projekt hier mit dem Wasserstoffperoxid. 5 Milliliter auf 1 Liter. Und ich muss sagen, bis jetzt sieht das gut aus. Hier sieht man auch so ein bisschen noch Sauerstoffbläschen tatsächlich. Die Reaktion war da, war nicht heftig. Von daher hat das hier tatsächlich soweit schon mal funktioniert. Hier können wir auch sehr schön die weißen Feinwurzeln erkennen. Ja, also das Projekt läuft bis jetzt gut, muss ich sagen. Also das ist schon mal eine coole Sache. Aber nicht vergessen, nach wie vor, alles Experiment. Ja, warum machen wir das? Um halt ja das, was da drin ist, was wir nicht haben wollen, an Lebewesen, Algen, ja, in dem Sinne, das Wasser clean zu machen, dass die eben nicht mehr da sind. Drücken wir es mal so aus, ne? So, und dann kommen wir auch gleich zum nächsten. Das ist das Schätzchen hier. Hier haben wir übrigens kein Wasserstoffperoxid drin. Wir haben hier das gestartet am 6.9. pH-Wert 6,93, Mikrosiemens-Wert 470. Wir haben 400 Milliliter Leitungswasser genommen, 600 Milliliter reines Wasser, also bei uns Osmosewasser. Dementsprechend 0,5 Milliliter von dem Compo Complete. So, dann gucken wir mal, wie das jetzt heute aussieht. Heute ist der, ich glaube der 19. Worauf, ist auch nicht ganz so wichtig. Ja, vielleicht doch. Schauen wir uns erstmal die Pflanze an selber. Sieht gut aus. Also das Blatt in dem Sinne. Das sieht richtig gut aus. Und der pH-Wert liegt jetzt bei 7,1. Das ist okay. Da wollen wir nicht meckern. Wie gesagt, das Blatt sieht richtig gut aus. Wachstum gucken wir uns gleich auch mal an. Pass mal auf. Ich ziehe den mal eben raus hier. Und hole uns den mal hier an den Tisch. Vorne hin. Dann können wir das besser betrachten. So. Jetzt können wir hier die Wurzel sehen. Wir sehen richtig schön weiß. Richtig gut am Wachsen, auch der Austrieb wunderschön, tatsächlich auch komplett weiß bis dato. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Wir sehen, die Holzkohle ist tatsächlich immer noch dran hier. Die ist also nicht abgegangen, auch hier unten ist das auch noch richtig schön dunkel. So, das hat also soweit funktioniert. Wir können sie jetzt tatsächlich einpflanzen. Ob wir das heute machen, weiß ich gerade noch nicht, weil ich möchte erstmal die Projekte zeigen, die wir gestern gemacht haben, wie das dann heute aussieht. Wobei eins kann ich nicht zeigen. Ja, könnte ich schon. Aber dummerweise habe ich das Wasser. Ja, ich habe den Becher umgekippt, sagen wir es mal so, ne? Ist passiert, ich kann es nicht ändern. Manchmal ist das so, aber nicht so schlimm. Wir haben hier noch einen zweiten Becher tatsächlich, da ist auch alles grün drin. Dann kann ich das da definitiv nochmal starten. Dann gucken wir uns jetzt die Pilea peperomioides an. Hier hat man ja auch die Lösung durchgespült tatsächlich. Und ich muss sagen, ja, die Pflanze sieht noch gut aus. Also hier gibt es nichts zu meckern. Ist alles okay soweit. Auch hier bei der Orchidee, bei der Phalaenopsis, sieht auch alles okay aus. Hier war auch eine Reaktion, aber auch wenig. Nicht, dass es jetzt heftig irgendwie zugange gewesen wäre, so ein ganz bisschen nur. Und ja, bis dato sieht auch das noch richtig gut aus. Okay, warten wir weiter ab, wie das sich in den nächsten Tagen entwickelt. Aber eins wollte ich jetzt gemacht haben noch. Ach so, hier. Die Juwelorchidee, die war mir ja mal trocken geworden in dem Sinne. War aber nicht ganz so schlimm tatsächlich. Die holen wir uns auch mal näher ran hier, weil das ist nämlich auch mega interessant. Ich hoffe, ich kriege es jetzt so einfach hin hier. Jawohl, gucke mal. Da unten wächst, da unten wächst ein neues Pflänzchen raus. Ich drehe das mal ganz kurz, vielleicht können wir es hier auch erkennen. Ja, können wir, guck mal. Auch da wächst eine kleine Spitze raus. Ich habe gerade nichts zum Zeigen hier. Hier unten, da wächst auch eine kleine Spitze raus. Also das läuft richtig gut, wenn wir es so ein bisschen schärfer gestellt kriegen, so vielleicht. Ja, coole Sache. Und jetzt gucken wir uns mal die Wurzel an, die damals abgetrocknet war. Die ist wieder weiß. Sie hat tatsächlich wieder Saugwurzeln ausgebildet. Also ist die Wurzel nicht kaputt gegangen. Was wir aber sehen können, ist der Bereich hier. Der ist etwas dünner, ne? Das war der Bereich, der eben abgetrocknet ist. Aber wir sehen, die Wurzel wächst tatsächlich weiter. Ganz wichtig hier bei diesen Juwelorchideen. Oh, ganz wenig düngen. Ganz, ganz wenig. Ganz wenig. Am besten tatsächlich auch übers Blatt versorgen. Das habe ich heute Morgen auch gemacht. Ich habe es mit Orchidspray eingesprüht. Und dementsprechend darf im Wasser ganz wenig an Nährstoffen drin sein. Das ist auf jeden Fall schon mal eine einfache Verfahrensweise, sie zu pflegen. Auch im mineralischen Substrat klappt das dann tatsächlich. Okay. Und damit hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt sofort weiter. Die Peperomia Raindrop, die wir gestern geflutet haben, wir sehen auf der Wasseroberfläche auch Schimmel tatsächlich. Und das ist genau das, was ich mit dem Wasserstoffperoxid cleanen will. So, das haben wir hier noch nicht reingegeben, das heißt, das werden wir heute machen. Wir haben gestern nur Leitungswasser, glaube ich, oder? Ich muss überlegen. Nee, hier hatten wir reines Wasser reingegeben, glaube ich. Weil der pH-Wert so hoch war, haben wir reines Wasser reingegeben. Ich werde das Wasser rausgießen
und dann das Ganze gleich ansetzen, damit wir das hier tatsächlich mit dem Wasserstoffperoxid cleanen und auch mitnehmen können, ob es dann tatsächlich funktioniert. Das hier ist die Variante mit dem Calciumcarbonat. Das läuft soweit auch ganz gut. Wurzelwachstum ist jetzt allerdings nicht besonders viel, aber ist okay. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil wir hier unheimlich viele Wurzeln schon dran haben. Ich ziehe das mal so ein bisschen raus, dass man das sehen kann. Sie sehen auf jeden Fall gut aus, von daher ist das soweit okay. Ja, ganz kleine weiße Spitzen kann man erkennen, also geht es der Pflanze auch tatsächlich gut. Gemessen habe ich hier noch nichts. Das werde ich gleich in dem Zuge nochmal machen. Und dann kommen wir kurz zu dem Schätzchen nochmal. Hier haben wir tatsächlich Mikrosiemenswert von 420. Ne, wir hatten 470. Also das ist soweit tatsächlich noch ganz okay. Bei der Pille haben wir Perwert von, jetzt ist es ausgegangen, Moment, ich gucke mal eben, ist ja relativ hoch, logisch, ne? 7,45. Mikrosiemens bei 600, also das ist soweit ganz okay. Der Perwert ist geschuldet, weil das Schätzchen hier in Holzkohle gepflanzt ist. Ne? Aber auch da interessant zu beobachten, wie das Ding sich entwickelt, muss ich sagen. Okay. Die Variante mit dem Calciumcarbonat. So, pH-Wert ist 6,6. Das ist so, würde ich sagen, die Grenze, wo wir tatsächlich gucken, dass wir das wieder erhöhen auf 7. Mikrosiemenswert liegt bei 530 und wir hatten einen Ausgangswert von 375 und pH 7,1. Die Geschichte kennen wir schon, ne? Dass tatsächlich der Mikrosiemenswert steigt mit dem Calciumcarbonat. Ist aber jetzt nicht dramatisch, das ist soweit ganz okay. Wie gesagt, nur pH-Wert technisch sollten wir schon gucken, dass das jetzt wieder ein bisschen höher kommt. Das heißt im Klartext, ich würde sagen, wir kippen einfach mal einen kleinen Schluck Leitungswasser da rein. Und damit haben wir das auf jeden Fall schon mal. Ja. So, das reicht vollkommen aus. Und damit erhöht sich der pH-Wert schon. Ich stecke ihn jetzt nochmal rein. Und da gucken wir gleich mal, wie das dann aussieht. Vorsicht, dass wir uns die Spitze hier nicht abbrechen. So, lala. So, da gucken wir gleich nochmal. Und jetzt kommen wir aber erstmal zu der Peperomia hier. Und ja, was habe ich schon raus? Teil noch drin gelassen zum Nachmessen. Und weiter geht's. So, der pH-Wert ist jetzt bei 6,97, also bei gut 7. Das ist okay soweit schon wieder. Wenn man sieht einen kleinen Schluck, dann ist das soweit okay. So, hier haben wir noch 1950 Mikrosiemens drin. Das ist noch ein bisschen viel. Aber wie gesagt, werden sowieso nochmal durchspülen hier. Und in dem Zuge messe ich auch nochmal den pH-Wert, bevor wir das starten. Der pH-Wert ist schon recht gut runtergegangen, muss ich sagen. Wir sind bei 7,36, oder kannst du bald sagen 7,4. Das ist soweit schon mal besser als gestern. Wie gesagt, Mikrosiemenswert ist natürlich noch ein bisschen arg hoch, aber okay, das kriegen wir auch noch gebacken. So, dann gieße ich den Rest jetzt raus hier von der Suppe und dann befüllen wir das gleich neu und wir werden auch in dem Zuge das durchspülen kräftig dieses Mal. Deswegen muss ich den Pott erstmal an die Seite stellen, denn wir wollen ja das mit Wasserstoffperoxid machen. Ne? Okay, also nehmen wir heute nochmal reines Wasser, weil der pH-Wert noch relativ hoch ist. Ne? Das werden wir natürlich wieder abändern, sobald das alles wieder in Ordnung ist. Dann kommt auf jeden Fall auch Leitungswasser wieder dazu. Aber jetzt erstmal zum Cleanen nehmen wir tatsächlich in dem Falle reines Wasser, weil der pH-Wert halt noch relativ hoch ist. Okay, das heißt, jetzt brauchen wir unser Wasserstoffperoxid, die 6%ige Lösung. Und davon, was haben wir genommen? 5 Milliliter, ne? 5 Milliliter, genau. Ja, die brauche ich noch ordentlich. Ich bin schon wieder durcheinander hier, ich sage es dir. Es ist aber auch schon wieder spät geworden. Allerdings habe ich heute auch sehr lange geschlafen. Bis um 11 Uhr. Lachst dich kaputt, wa? Ja, zwischendurch braucht der Mensch das, ne? Das sind so Erholungsphasen. Und wenn die Kinder dann nicht in die Schule gehen, dann ist das mal möglich, ne? Dann dürfen die Eltern auch mal ein bisschen länger sich schlafen und erholen. So, 5 Milliliter, war das richtig? Ja, ne? War doch, ne? Okay, komm her. 5 Milliliter geben wir jetzt da rein. So, das stelle ich aber jetzt an die Seite, bevor ich mir das gleich umschmeiße hier. Okay, und wir geben jetzt auch Nährstoffe tatsächlich dazu. Jetzt fragt sich wahrscheinlich, warum. Der Mikrosiemenswert ist auch so hoch. Ach, jetzt habe ich hier wieder den Dingens gesucht. Unseren Pikierstab. Ich hole mir gleich mal eben just einen anderen. So, pass auf, ich mache erstmal 0,5 rein. Messe das gleich nochmal nach. Aber erstmal muss ich mir einen Pikierstab holen hier. Ich habe jetzt eine H2O2-Gießkanne. Haha, lol. Ja, besser ist das, ne? Wenn man sich das auch draufschreibt. Denn ich muss das gleich umfüllen. So, wir haben jetzt 270 Mikrosiemens, das ist mir zu wenig. Also ich packe den Rest auch noch rein. Also haben wir jetzt 1 Milliliter hier drin. Jetzt habe ich auch wieder einen Pikierstab zum Umrühren. Und tatsächlich in grün. Ja, den anderen haben wir ja gestern verschwendet. Nicht, sondern verwendet. Nicht verschwendet, sondern verwendet. Weiß noch wofür, ja, ne?
So, der pH-Wert lohnt sich jetzt nicht zu messen, weil das muss erst miteinander reagieren. Ja, jetzt haben wir hier die 500er Variante tatsächlich. So, jetzt gieße ich das aber in die Gießkanne rein, weil sonst kann ich das schlecht über Substrat gießen. Wasserstoffperoxid deswegen, wie gesagt, damit wir alle Keime, Bakterien, Schimmel und so ein Scheiß, sorry, so ein schönes loswerden. Mein Gott, römisch, echt, ey. Und damit Sauerstoff reinkommt. In Substrat, ne? Dann ist das für die Pflanze wesentlich besser. Denn es ist hier auch eine feinwurzelige Pflanze. Von daher auf jeden Fall ratsam, dann dementsprechend jetzt, um sie zu retten. Ne? Ganz klarer Fall. So, Dalle. Wie gesagt, das spülen wir richtig durch hier. Da bin ich auch verschwenderisch. Das heißt, das Wasser können wir aber wiederverwenden. Das lasse ich jetzt hier drin stehen in dem Behälter. Ne? Da geht ja auch alles kaputt in dem Sinne. Und dann können wir das Wasser tatsächlich wiederverwenden. Nicht vergessen. Ne? Das musst du nicht verschwenden, das Wasser. Zur Not kannst du auch deine Balkonpflanzen damit gießen oder wie auch immer. Ne? Da gibt es immer Möglichkeiten. Man muss das also nicht unbedingt alles verschwenden. So, den Rest lasse ich jetzt aber drin hier noch. Denn wir wollen ja auch noch ein bisschen was im Reservoir drin haben. Ne? So habe ich den Potting gestellt. Hier einmal bücken. So. Schätzelein. Mal gucken, ob wir dich wieder hinbekommen. Wohl. Also Pflanzen retten, das macht schon Spaß. Ne? Das ist ganz klar. Es leuchtet rot. Es leuchtet rot, aber es blinkt noch nicht. So, pass mal auf. Kriege ich das jetzt hin hier? So, Dalle. Okay. Dann gießen wir jetzt den Rest da rein. Dann kann das besser miteinander reagieren, wenn das auch im Substrat so ein bisschen mit drin steht. Ne? Wir müssen jetzt nicht unbedingt komplett fluten, aber doch so, dass ordentlich was drin ist. So. Lass uns überraschen. Jetzt muss ich erstmal Akku wechseln. In dem Durchflusswasser haben wir jetzt einen pH-Wert von 6,19, also 6,2. Lass dich aber davon nicht irritieren, denn im mineralischen Substrat sieht das jetzt noch anders aus. Es reagiert miteinander noch, denn da ist ja noch Kalk drin. Von daher müssen wir da noch Möglichkeit, wenn wir es irgendwie schaffen, morgen nochmal nachgucken, dass wir das dann mitnehmen können, wie das so funktioniert. So, funktioniert. Alokasia in der Wasserkultur. Funktioniert genial sogar. Hier haben wir das auch tatsächlich mit dem Calciumcarbonat gemacht. Ich hole sie mal raus, wie das aussieht. Ein Blatt geht jetzt tatsächlich und die Wurzeln sehen, tada, nach wie vor so weiß aus. Also das ist schon Hammer. Das ist schon fast unglaublich. Das ist also der Wahnsinn schlechthin. So, okay, bleibt hier natürlich drin. Das Blatt vergeht hier langsam, ist aber nicht so schlimm. Ab und zu ist das einfach so. Ne? Das ist nicht so tragisch. So, was haben wir denn hier an Mikrosiemens drin, das wir schon mal mitnehmen können? Wir sind hier tatsächlich bei knapp 400. Das ist okay, soweit wie wir sehen. Das läuft richtig gut. pH-Wert habe ich jetzt natürlich noch nicht gecheckt. Das werde ich jetzt mal eben machen. Nehmen wir gleich mit. Ich hänge nur jetzt schon mal rein, damit wir gleich wissen, was hier Sache ist. Ne? So, okay. Jetzt kommen wir nämlich zur Juwelorchidee. Hier sind wir in der Bewurzelung, also in der Vermehrung der Pflanzen. Wir haben hier reines Wasser drin. Ich habe gerade nachgemessen. Mikrosiemens liegt bei 17. pH-Wert habe ich jetzt noch nicht gemessen, das werde ich gleich machen, aber in dem Zuge zeige ich euch, wie wir die Pflanze versorgen, wenn wir denn nichts hier im Wasser drin haben. Das ist gar nicht so schwer, wir haben hier Orchidspray, das kennen wir, und das nehmen wir einfach und sprühen die Blätter einfach damit einmal ein, so, wenn da was rauskommt. So, okay, das war's. So können wir dann auch die Steckis hier im Wasser versorgen, ohne dass wir hier Nährlösung reingeben. Tatsächlich, man kann natürlich hier auch Nährlösung reingeben bis 150, 200, vielleicht auch 250, aber so ist es tatsächlich wesentlich einfacher. Da machen die nämlich schneller auch Wurzeln. Ist halt so, ne? Da machen die jetzt so ausgegangen hier. Da machen die schneller Wurzeln. Wir haben jetzt pH-Wert von, ja, guck mal, der ist jetzt runtergegangen tatsächlich. 6,1. pH-Wert von 6,1, das heißt also auch hier müssen wir jetzt gegensteuern. Das machen wir jetzt aber nicht mit Calciumcarbonat, weil ich da gerade keine Lust zu habe. Und wenn ich jetzt sehe, dass eine Pflanze was braucht, dann kriegt sie einfach auch hier dementsprechend einfach mal einen Schluck Leitungswasser mit rein. Und dann ist das auch wieder okay. So. Was haben wir jetzt noch? Ach, pH-Wert wollte ich hier noch messen. Und mal gucken, was wir dann gleich noch machen können oder uns angucken. Mittlerweile hat es sich eingependelt. Anfangs stand er bei 7,3, dachte ich, es kann doch nicht sein. Nee, kann auch nicht sein. Wir haben tatsächlich einen pH-Wert von 6,7 etwa. Also das ist okay soweit. Die Pflanzen sehen richtig gut aus. Ja, richtig knackig. Und der Wurzelbereich, ups, I'm so sorry. Oh mein Gott. Und der Wurzelbereich sieht auch gut aus. Also das, sie entwickeln sich. Das ist normal, dass sie langsam wachsen bei den Juwelorchideen. Aber ich muss sagen, das sieht richtig gut aus. Aber auch hier beobachten, wenn das Wasser anfängt, so leicht trüb zu werden, dann auf jeden Fall wechseln. Besser ist das. Ne? Und wie gesagt, hier arbeiten wir tatsächlich mit reinem Wasser, ohne Kalkzusatz in dem Sinne. Okay. Ja, ich muss sagen, das läuft also richtig prima. Es wird mal Zeit, dass wir sie umpflanzen.
Jetzt kommen wir zu den anderen Juwel-Orchideen. Hier haben wir jetzt ein Pairbett von 6,65. Das ist auch soweit okay. Mikrosiemenswert liegt knapp bei 60. Warum? Ich habe sie schon abgemacht. Sorry. Im Eifer des Gefechts. Hier waren unten noch so ein paar Blätter dran, die mit reingekommen sind und die waren halt schon ein bisschen am Vergehen in dem Sinne. Und hier werden wir heute tatsächlich das Wasser auch einmal wechseln. Das sollte man schon machen zwischendurch und wir gießen auch hier wieder reines Wasser rein, also ohne Leitungswasser, ohne alles. Ja, was heißt ohne alles? Es sind ja knapp 17 Mikrosiemens drin, ne? Pi mal Daumen ungefähr. Das heißt also, hier sind Silikate drin, aber was genau weiß ich jetzt auch nicht, weil die kriegt die Osmoseanlage nicht raus. Da gibt es zwar auch noch so einen Vorfilter, den man da vorsetzen kann, aber alles raus muss nicht. Silikate, Silikate sind ja auch wichtig. Fürs Leben allgemein. Silikat ist mit ein Baustoff des Lebens. So, Wasser ist genug drin. Wir geben keine Nährstoffe dazu, sondern wir verwenden tatsächlich auch hier das Orchidspray. Und somit halten wir das Wasser sauber. Klar, in dem Sinne, ne? Klar. Damit die Wurzeln also ordentlich sich entwickeln können. Also auch schnell in dem Sinne. Denn umso mehr Nährstoffe drin sind, umso langsamer passiert das Ganze dann. Ne? Also wachsen die Wurzeln langsam. So, okay, jetzt gucken wir ganz kurz mal. Nicht umschmeißen hier bei unserer Alocasia. Stingray, die steht übrigens immer hier vorne. Allerdings habe ich die in so einem Glas stehen, damit sie mir nicht umfällt. Ne? Sonst, die kriegt ja auch langsam Gewicht. Bekommt gerade ein neues Blatt. Sieht richtig wunderschön aus. Ein Blatt geht tatsächlich auch mal. Ist aber nicht so tragisch. Hier möchte ich jetzt dann tatsächlich auch wissen, was Sache ist. Ich habe heute Morgen nachgegossen. Hier muss ich alle 2 Tage nachgießen. Das ist der optimalste Fall tatsächlich. Ja, umso öfter man nachgießt, umso stabiler halten sich die Werte dann dementsprechend auch. Guck mal, ich habe 500 reingegossen. 500, nicht 400. Und wir haben hier drin ja, knapp 160 Mikrosiemens. Ne? Also das läuft hier genauso gut wie bei der Monstera Deliciosa, die wir im Wasser haben. Also umso weniger Wasser drin ist, umso mehr Wurzel, umso mehr Pflanze, umso stabiler sind die Werte. So, pH-Wert weiß ich jetzt nicht. Ist so, ne? Kann ich ja schlecht raten. Ich habe gerade Kohlrabi gegessen. Roh. Muss ich mal von aufstoßen. Aber ist lecker. Gerade jetzt sollte man übrigens viel Gemüse und Obst essen. Nach Möglichkeit nicht kochen, weil wenn die Hütte heiß ist, bleibt sie heiß. Ne? Sei denn, du hast eine Klimaanlage. Von daher ist das schon ganz wichtig. Auch, wir haben auch die Fenster. Ja, hier sind sie sowieso zu. Jalousien sind immer zu hier in dem Raum. Von daher wird das so schnell nicht warm. In den anderen Räumen handhabe ich das auch so, wo die Sonne reinscheint. Fenster zu, Jalousien zu, Fenster sowieso alle zu, weil wenn es draußen 35 Grad ist und du hast 25 Grad in der Wohnung, dann mach bitte nicht das Fenster auf, das wäre ziemlich Banane. Ne? Weißt du, was ich meine? Und nach Möglichkeit, wenn man Jalousien hat, auch runter. Ne? Die Pflanzen kommen auch mal 1-2 Tage mit weniger Licht aus, das ist nicht so das Problem. So, wir haben pH-Wert von interessanterweise von 6,2, das ist mir jetzt auch zu niedrig, muss ich sagen. Die liebt auch lieber auch so bei 7. Besser ist das. Ne? Das heißt, ich gieße mal einen kleinen Schluck raus hier. Einen kleinen Schluck. Ne? Also auch nicht so verkehrt, mal zwischendurch auch hier das Wasser wechselt in dem Sinne. Ich werde jetzt aber nicht alles rausgießen. Das ist jetzt ungefähr die Hälfte. Und fülle da einfach einen Schluck Leitungswasser erstmal rein. Und das nächste Mal dann dementsprechend wieder mit der 500er Variante. So, ne? Das geht ganz gut. Ab und zu mal einen Schluck. Ist okay soweit. So, und sie sieht, muss ich sagen, richtig gut aus nach wie vor. Das ist so genial anzusehen. Wie gesagt, es steht hier vorne in einem Würstchenglas mit dem Becher, damit es schön stabil steht. Und das Glas kann man auch voll Wasser füllen. Und dann ist es nochmal stabiler, schwerer in dem Sinne. So, okay, dann das haben wir fertig. Das auch. So, oh mein Gott, ich sage dir, du, ich traue mich gar nicht nach draußen, weil ich muss gleich noch nach draußen. Ich muss ja draußen auch noch gießen, aber das mache ich dann, wenn ich hier fertig bin, weil sonst, wenn ich reinkomme, dann bin ich natürlich Matschebirne. Okay. Jetzt kommen wir mit auch zu einem coolen Projekt, muss ich sagen, und zwar Anthurium Adrianum, den wir jetzt hier im Topf sehen. Das ist das Schätzchen, was wir damals abgenommen haben als Kindle. Ja, nicht als Kindle, sondern als Seitentrieb in dem Sinne. Sieht richtig gut aus, steht hier im Erdspezialmix, bekommt gerade ein neues Blättchen. Wie die Werte aussehen, weiß ich nicht. Hier muss ich auch sehr, sehr, sehr selten gießen, muss ich sagen. Und wenn dann auch nur bei 500, das Erdreich ist noch feucht, Wurzeln sehen gut aus. Das Ganze läuft seit dem 4.11.21. Also das ist soweit okay, muss ich sagen. Ne, auch hier mit Anzeiger, der ist blau, also hier brauche ich tatsächlich nicht gießen. Also wenn ich hier einmal die Woche einen Schluck reingieße, dann war es das tatsächlich. Ist so, die verbrauchen sehr wenig Wasser.
Und wie gesagt, sie wachsen sehr langsam. Aber man sieht auch, hier kommt tatsächlich wieder mal ein neues Blättchen raus. Das Schätzchen hier in der Wasserkultur hat jetzt gerade ein neues Blättchen ausgebildet. Sieht nach wie vor kräftig aus. Und da möchte ich aber doch jetzt wissen, komm, wie schön die Blüte aussieht. Da möchte ich jetzt aber doch wissen, wie es da drin aussieht. Oh mein Gott, bist du hübsch. Aber richtig hübsch. Ja, okay, komm. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal etwas näher an jetzt in dem Zuge. Ich zoome mal ein Stück zurück, so ungefähr müsste das passen. Ungefähr, ja. So, ich muss die andere Brille wieder aufsetzen. Oh, ich sage dir, du. Jetzt habe ich sie hinten liegen lassen. Okay, auch egal. Dann kriegen wir das auch so hin, hoffe ich zumindest. So, holen wir das mal raus hier und betrachten uns das mal. Wow. Wow, das sieht so klasse aus. Also ich bin ganz ehrlich, ja, also einfacher geht es doch gar nicht mehr, ne? Wie gesagt, wie die Werte aussehen, weiß ich nicht. Pff, sollten wir aber dann doch ermitteln. Würde ich sagen, weil es so gut läuft, ne? Dann ist das auf jeden Fall von Vorteil. Auf jeden Fall. So, ja, ich kann dich nicht tiefer reinhalten. Ich halte mir einmal zur Seite. Oh, das sieht schon mal sehr interessant aus. Das ist schon mal sehr interessant. Ja, also wir haben einen sehr niedrigen pH-Wert, und zwar von 3,4. Das heißt im Klartext, da kannst du jetzt sowieso nicht sehen, 3,4. Das heißt im Klartext, ihr geht es richtig gut dabei. Ist natürlich ein bisschen zu niedrig, ganz klarer Fall. Aber so schon mal schön mitzunehmen, jetzt konnte ich es nicht lesen. Wie sagst du dir, du? Hör mal auf, ich drücke mal auf Hold. 500 und ein paar zerquetschte. 560. 560 Mikrosiemens. Also das läuft richtig gut. Tatsächlich mit diesem Wert. Das sieht so krass cool aus. Also, ne? Genialer geht es gar nicht mehr. Ist definitiv so. Auch hier die neue Blüte, die jetzt rauskommt. Also das ist mal interessant. Jetzt ist die Frage, sollten wir gegensteuern, den pH-Wert erhöhen oder sollten wir sie so belassen? Das ist die gute Frage. Ne? Ich würde sagen, wir belassen das so und beobachten das weiter. Aber das müsste ich mir, jetzt kriege ich die Wurzel nicht mehr rein hier, das müsste ich mir dann aber doch jetzt mal aufschreiben, weil es sieht einfach nur genial aus. Ne? Das ist schon definitiv total klasse. Aber Hammer. Ja, ich habe heute Morgen nachgegossen, einen kleinen Schluck, mit der 400er Variante, wohlgemerkt. Im Moment gehe ich dazu über, wieder ein bisschen weniger zu düngen, also nicht bei 500, sondern tatsächlich bei 400. Ja, okay. Das scheint wohl so zu sein, dass die das mögen. Ne? Schade, dass wir das hier nicht nachmessen können, Mensch. Wirklich, wirklich schade. Aber okay, das nehmen wir heute so mit, weil das mal richtig klasse läuft. Also okay, komm. Ich würde sagen, wir belassen das so. Ich fülle dann 500 nach, normal, wie wir es dann auch so sonst so handhaben. Ja, also das ist schon mal interessant. Oder sollte ich jetzt doch ein bisschen Leitungswasser dazugeben? Ich würde sagen, ich warte noch ein paar Tage ab. Ja, genau. Aber ist schon auf jeden Fall interessant mitzunehmen, dass das so gut läuft. Mit den Anthurium Adrianum. Und übrigens, sie brauchen sehr wenig Licht. Der steht hier auf dem Fußboden bei mir hier unten, da wo die Stativ hier steht. Ne? Ist momentan sehr wenig Licht. Das einzige Licht, was sie bekommen, ja, überwiegend ist das hier. Boing, von diesem Ballon. Ja, ansonsten also nicht wirklich viel. Und der andere, der steht hinten im Arbeitsraum auf dem Fußboden in der Nähe von dem Karnivorentisch. Und der kriegt also auch nur da unten relativ wenig Licht. Und wir sehen, den geht es richtig gut. Das ist schon mal richtig klasse. Ja, okay. Into the Jungle. Wir gucken nur ganz kurz hier. Ich muss auch gleich mal Licht wieder anmachen, weil ich habe jetzt auch hier tagsüber tatsächlich nicht das ganze Licht an. Ich wechsle das zwischendurch mal, weil ich mache das andere mal wieder an hier. So, haben wir das an und dann machen wir das jetzt mal aus, damit wir hier nicht zu viel Wärme bekommen und die Pflanzen kommen damit also auch zurecht. So, hier stehen nämlich auch noch Anthurien, einmal diese Black und einmal die normale, die wir jetzt auch vorhin gesehen hatten. Da liegt ein bisschen Laub da hinten, ja, ich weiß, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ist nicht schlimm, das Laub ist nicht schädlich oder so, da passiert nichts. Ja, denen geht es soweit auch ganz gut. Ich würde sagen, hier können wir aber tatsächlich mal checken, wie es aussieht, denn hier können wir ja im Durchfluss das Ganze machen, im mineralischen Substrat. Aber das machen wir heute nicht mehr. Ach, gucke mal, unsere Zwergblattfahne bekommt eine Blüte hier. Hier haben wir ja damals das Projekt gehabt, falls du dich noch daran erinnerst, mit dem Urgesteinsmehl. Das war mit einer der ersten Pflanzen, wo wir das extrem gemacht haben. Und der geht also nach wie vor richtig gut, muss ich sagen. Total klasse. Und der ist wieder umgefallen hier. Ja, wir müssen hier langsam echt dran gehen. Im Moment drücke ich mich noch ein bisschen vor. Weil da brauche ich auch ein bisschen Ruhe zu.
Und jetzt sind die Kinder da, ist dann, ne, da hat man nicht so die Ruhe tatsächlich. Die Papaya noch mal kurz gezeigt, macht sich auch richtig gut, aber die braucht bald einen anderen Standort, weil steht hier so mitten im Wege mittlerweile. Das ist der Raumluftentfeuchter, ganz wichtig bei so einem Raum, ne? Ganz, ganz wichtig. Ja, also das mit unserem Kakaobäumchen hier, das läuft richtig gut, muss ich sagen. Ich habe das Wasser noch nicht rausgegossen hier. Steht momentan noch im Leitungswasser, aber ich soll es doch jetzt mal langsam machen, würde ich sagen. Aber ich würde das ganz gerne mit euch gemeinsam machen, weil das ist auch so ein Projekt ja, zum Lernen halt. Ne? Was passiert denn, wenn? Und bis jetzt, muss ich sagen, läuft das richtig gut. So, okay. Dann würde ich auch, guck mal, jetzt können wir den auch mal ein bisschen besser sehen hier. Unser Elefantenfuß. Okay. It is so it is. Es ist einfach wunderschön. Und wie gesagt, die Lampen müssen nicht ständig alle an sein hier. Ich glaube, ich gehe dazu auch über das konstant so zu handhaben, dass ich die Beleuchtung wechsle zwischendurch. Ne? Mal die eine Seite, mal die andere Seite für ein paar Stunden und auch nicht mehr so früh morgens, hatte ich ja schon mal erwähnt. Ne? Und abends auch früher das Licht auszumachen tatsächlich. A, um Strom zu sparen und B, natürlich auch um die Wärme ein bisschen zu reduzieren tatsächlich. Wir haben hier drin jetzt 24,5 Grad. Also ich muss sagen, das ist schon mal ganz gut. Trotzdem der Raum entfeuchter läuft, ne? Weil der produziert ja auch Wärme. Also das ist schon mal ganz gut, muss ich sagen. Ja, wo wir es draußen 35 Grad haben. Ja, okay. Das mal kurz am Rande noch mitgenommen. Ich gucke die ganze Zeit hier rum, weil ich wollte gucken, ob ich noch irgendwas sehe, was vielleicht relevant, interessant wäre. Ja, da guck mal hier. Unsere Trio-Star, die macht sich auch richtig gut. Und da sind wir jetzt auch bei, tatsächlich mit weniger Leitungswasser zu gießen. Denn die mögen doch eher ja, niedrigeren pH-Wert. Das ist tatsächlich so. Dann geht es denen wesentlich besser. Und auch Licht brauchen die gar nicht ganz so viel. Deswegen steht er jetzt da auch mehr oder weniger unter den Blättern. Und man sieht, also der geht es richtig gut. Aber richtig gut. Okay. Das ist schon interessant zu sehen, wie Pflanzen den pH-Wert runterbringen. Das kennen wir ja von der Monstera. Ne? Aber dass die Anthurium das auch macht, das ist mal sehr interessant. Ich denke schon, dass wir ein bisschen Leitungswasser zugeben sollten. Aber das sieht gerade so schön aus. Was denkst du? Sollen wir oder sollen wir nicht? Oder immer nur nachfüllen mit der 500er Variante? Jetzt wunderst du dich wahrscheinlich, warum ich das Ding in der Hand habe. Mal bei uns das gleich nochmal kurz angucken. Denn die ZZ, die gibt es bei uns tatsächlich auch noch. Ne? Haben wir lange nicht gesehen. Das ist jetzt ein ganz altes Schätzchen tatsächlich, wo wir damals eine Knolle auseinandergebrochen hatten. Und das ist ein Teilstück davon. So, du kriegst aber auf jeden Fall jetzt noch mal was hier. Da muss ich aber auch jetzt zweimal am Tag tatsächlich einsprühen, das Ganze. Ist besser, ne? Wenn es wärmer wird. Und sie wird auch jetzt öfters tatsächlich mit dem Orchidspray versorgt. Ich mache das jetzt tatsächlich einmal die Woche, manchmal auch zweimal die Woche. Weil, ja, sie verbrauchen tatsächlich einfach mehr jetzt. Ist so. So, okay. Dann ist sie auch wieder versorgt mit dem Orchidspray. Das ist die einfachste Variante, ne? Weil, wie gesagt, bei Juwel-Orchideen klappt das auch wunderbar, muss ich sagen. So, meine Lieben, ich würde sagen, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Bereich der Pflanzen. Ah, das ist schon, das macht schon richtig Spaß. Nur das Problem ist hier bei mir, ah, nee, ist nicht das Problem. Ich habe hier so viel rumstehen. Ich weiß manchmal gar nicht, wo ich anfangen soll. Ist ehrlich so. Das ist nun mal so, ne? Aber ist egal. Schritt für Schritt, Stück für Stück nehmen wir alles mit, ne? Mal intensiver dies, mal intensiver das. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz hier unsere ZZ an. Mit ihrem neuen Blättchen, das sich entwickelt. Sieht richtig kräftig aus. Wird kontinuierlich bei 500 gegossen und gedüngt. Ja, bei 400 bis 500 kennen wir die Geschichte. Ne? Ich habe noch nie nachgemessen hier. Noch nie. Macht jetzt auch nicht wirklich so den Eindruck, dass man es müsste. Ne? Sieht gut aus, würde ich sagen. Und von daher lassen wir die Geschichte einfach mal so ja, vor sich hinwachsen erstmal. Vielleicht gucke ich morgen mal nach. Ich lasse ihn hier stehen und dann dürfen wir morgen nochmal nachsehen. Aber das hier mit der Anthurium, also das ist schon mal eine ganz tolle Sache, muss ich sagen, dass das hier in der Wasserkultur so genial läuft. Obwohl der pH-Wert niedrig ist, geht es der Pflanze richtig gut. Kein braunen Fleck oder so. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Aber ich denke mal, ein bisschen Leitungswasser kann ruhig mal dazu. So, yippie, yippie. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder.